Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Kläppchen 21, es geht los, viel Spaß dabei! Ja, der Adventskalender geht in die nächste Runde. Kläppchen Nummer 21, wir sind im Endspurt und heute gibt es drei nette Spiele zu gewinnen, die jetzt auf euch warten und die ich ganz kurz vorstelle. Zum einen haben wir von Cosmos Mazescape den Ariadne-Faden. Ein Solo-Labyrinth-Spiel, wo wir mit einem Stift verschiedene Karten auf und zu hoch und runter klappen müssen, um den Weg aus dem Labyrinth herauszufinden. Ihr habt die Möglichkeit, dieses Spiel hier zu gewinnen. Dazu gibt es aus dem Top-Verlag Wortwiesel. Ein lustiges Wörterspiel, wo wir verschiedene Buchstabenkarten zu neuen Buchstaben bzw. Wortkombinationen zusammensetzen müssen. Wiesel ist auf die Schnelligkeit bezogen, denn das Ganze geht ein Stück weit auf Zeit und wir müssen uns dort beeilen. Von Hoch respektive Yellow gibt es Halton Palace, ein Hotel, in dem ja nicht ganz so nette Gäste unterwegs sind, die wir aber zufriedenstellen müssen. Und das Ganze ist ein schönes Familienspiel für zwei Personen. Diese drei Spiele könnt ihr gewinnen, wenn ihr die Gewinnspielfrage beantwortet, die ich euch gleich noch stelle. Wie immer, es gelten die Gewinnspielregeln. Die sollten mittlerweile bekannt sein. Das heißt, ihr müsst heute am 21. Dezember hier in den Kommentaren antworten. Und dementsprechend die Frage beantworten, die ich euch jetzt gleich stellen werde. Es wäre nett, wenn ihr euch am Porto beteiligt. Wenn ihr aus Deutschland kommt, 4 Euro. Darüber hinaus dann dementsprechend die entsprechenden Porti aus dem Ausland. Jo, dann gerne hier die Frage. Wenn wir hier über Wortspiele sprechen, was ist denn euer liebstes Wortspiel? Worträtselspiel, es ja mittlerweile einige gibt. Vielleicht ist Wortwiesel dabei, vielleicht ist es auch ein anderes. Gerne schreibt mal bitte euer Lieblingsspiel oder gerne auch eure Lieblingsspiele auf, um dieses nette Paket hier zu gewinnen. Teilnahmeschluss eben wie gesagt heute, ausgelost wird am 27.12. Und dann bitte auch gerne in den Blog hineinschauen, es haben sich noch nicht alle Gewinner, Gewinnerinnen zurückgemeldet, die ich mittlerweile ja ausgelost habe. Die ersten Pakete sind unterwegs, die sind hoffentlich dann auch noch unterm Tannenbaum rechtzeitig vor Ort. Der Rest wird dann, wie gesagt, Richtung Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres versandt werden. Morgen gibt es die News. Bleibt dem Kanal gut gelaunt, weiter gewogen, kommentiert fleißig. Und vor allen Dingen abonniert auch fleißig. Mein Gott, sollte nicht mehr abends aufnehmen. Macht's gut, bis dann. Schöne Zeit. Christoph.